Dortmund ist emanzipiert. Das ist einer unserer Ziele, weil wir eine Stadt sein wollen, die es ermöglicht, dass alle ihre Lebenspläne, ihre Lebensentwürfe so verwirklichen können, wie sie es wollen. Frei von Zwängen und frei davon, dass andere ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das macht eine Großstadt der Nachbarn aus. Offene Treff, das ist ja eigentlich genau das, was Dortmund in der Nachbarschaft ausmacht. Mhm. Ne? Dass wir setzen ja hier keine Themen, sondern die Eltern bringen ihre Themen mit. Mhm. Ne? Also klar, wir machen Pegelkurse für die Mütter, dass klar. wir Angebote haben, wo klar. die Eltern auch herkommen. Ja. Aber ansonsten lebt das wirklich von den Ideen der Leute. Ne? Und mehr Generationen hast sind wir ja auch. Mhm. Also, dass man da die Verknüpfung hat unter den Generationen. Und davon ja, lebt das Haus, aber lebt am Ende auch hier der Stadtteil, glaube ich. Ich habe die Ausbildung gemacht, dann habe ich ein Jahr als Gesellin gearbeitet und dann habe ich direkt den Meister gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wage ich jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit und habe es bis jetzt auch keinen Tag bereut. Ob es in der Verwaltung ist, in der sozialen Arbeit, im Handwerk oder als Start-up für die Gründung neuer Unternehmen, überall treffen wir auf immer mehr starke Frauen in dieser Stadt und Dortmund wird immer mehr von starken Frauen geprägt. Ein guter Weg. Machen wir so weiter.